Erlauben Sie mir, ein paar Worte über die deutsch-russische Beziehungen zu sagen. Ich möchte das extra betrachten. Russisch-deutsche Beziehungen sind ebenso alt wie unsere Länder. Die ersten Germanen erschienen in Russland zu Ende des 1. Jahrhunderts. Am Ende des 19. Jahrhunderts war die Zahl der Deutschen in Russland an 9. Stelle. Aber nicht nur die Zahl ist hier wichtig, natürlich, sondern die Rolle, die diese Menschen in der Landesentwicklung und im deutsch-russischen Verhältnis gespielt haben. Das waren Bauer, Kaufleute, die Intelligenz, das Militär und die Politiker. Zwischen Russland und Amerika liegen Ozeane. Zwischen Russland und Deutschland liegt die große Geschichte, schrieb der deutsche Historiker Michael Stürmer. Ich würde sagen, dass die Geschichte, genauso wie die Ozeane, nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Wichtig. Wichtig ist, diese Geschichte richtig zu deuten. Wie ein guter westlicher Nachbar verkörperte Deutschland oft für Russen Europa. Europäische Kultur, technisches Denkvermögen und kaufmännisches Geschick. Nicht zufällig wurden früher alle Europäer in Russland Deutsche genannt. Und europäische Siedlung in Moskau, der deutsche Vorort. Natürlich war der kulturelle Einfluss beider Völker gegenseitig. Viele Generationen von Deutschen und Russen studierten und genießen auch heute Werke von Goethe, Dostojewski und Leo Tolstoi. Unsere beiden Völker verstehen die Mentalitäten voneinander sehr gut. Ein gutes Beispiel dazu sind fabelhafte russische Übersetzungen deutscher Autoren. Die sind sehr nah zu den Texten, erhalten den Rhythmus, die Stimmung und die Schönheit der Originale. Boris Pasternaks Übersetzung von Faust ist zu nennen. Meine Damen und Herren, in unserer gemeinsamen Geschichte hatten wir verschiedene Seiten, manchmal auch schmerzhafte, besonders im 20. Jahrhundert. Aber früher waren wir viel öfter Verbündete. Die Beziehungen zwischen zwei europäischen Völkern wurden immer durch Eheschließungen zwischen Dynastien unterstützt. Frauen spielten überhaupt eine besondere Rolle in unserer Geschichte. Ja. Erinnern Sie sich zum Beispiel an die Tochter des Fürsten von Hessen-Darmstadt, Ludwig IV., bekannt in Russland als Fürstin Elisabeth. Es war ein wirklich tragisches Schicksal. Nach dem Mord ihres Mannes gründete sie ein Nonnenkloster. Während des Ersten Weltkrieges pflegte sie russische und deutsche Verletzte. Sie wurde im Jahr 1918 von Bolschewisten hingerichtet. Aber vor kurzem wurde sie anerkannt und heilig gesprochen, für allgemeine Verehrung. Das Denkmal für sie steht heute im Zentrum Moskaus. Vergessen wir auch nicht die Prinzessin von Anhalt-Zerbst. Sie hieß Sophie Auguste Friederike und leistete den einzigartigen Beitrag zur russischen Geschichte. Einfache russische Leute nannten sie Mutter. Aber in die Weltgeschichte ging sie als russische Zarin Katharina die Große ein. Heutzutage ist Deutschland ein wichtigster Wirtschaftspartner von Russland. Unser bedeutsamster Gläubiger, einer der Hauptinvestoren, maßgebender außenpolitischer Gesprächspartner. Ein Beispiel zu geben, im vorigen Jahr erreichte der Warenumsatz zwischen unseren Staaten die Rekordhöhe von 41,5 Milliarden Mark. Das ist vergleichbar mit dem Gesamtwarenumsatz zwischen den beiden deutschen Staaten und der Sowjetunion. Ob man sich damit zufrieden geben kann und hier Halt machen darf? Ich glaube nicht. Es bleibt noch genug Spielraum für die deutsch-russische Zusammenarbeit. Und ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des europäischen Hauses. Zum Schluss will ich das sagen, was seinerzeit für die Charakteristik von Deutschland und dessen Hauptstadt benutzt wurde, und will diesen Gedanken auf Russland beziehen und sagen:
Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewohnheit, schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist.